kennt wahrscheinlich dieses Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und das ist ein Kontrabass, weil viele wissen nicht, wie der Kontrabass aussieht. Das ist ein Kontrabass. Das ist das größte Instrument aus der Familie der Streichinstrumente. Man verwendet zum Streichen einen Bogen. Da der Kontrabass das größte Streichinstrument ist, ist es auch das tiefste Streichinstrument. Der Kontrabass wird nicht nur mit dem Bogen gespielt, darum sagen auch manche Zupfinstrumente zum Kontrabass, zum Beispiel im Jazz. Dadurch wird der Kontrabass sehr vielseitig einsetzbar. Man kann ihn im klassischen Orchester verwenden, kleinen Ensembles, in der Volksmusik, im Jazz, Rock'n'Roll. Es gibt kaum eine Stilrichtung, in der man den Kontrabass nicht verwenden kann. Okay, ein sehr großes Instrument. Allerdings gibt es, wie ihr in den anderen Bildern seht, Kontrabass auch im Kleinen. Man kann mit circa, je nach Körpergröße, mit circa 8 Jahren beginnen, Kontrabass zu spielen.